Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Balatu, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Guter. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gotea kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei's drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Wie ihr befehlt. Thank you.
Götter, gib mir Stärke. Was lauert dort? Was habt ihr Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Mein Herr? Ihr seid frei von seinem Wahnsinn. Das sind wir alle. Frei? Frei zu sterben? Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Er ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada! Warte! Hilf mir damit. Mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Nur eine Ratte.
Wie viele starben für unseren König? Ihr Opfer brachte ihm nichts. Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Hier, hilf mir damit. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Was ist das für ein Anhänger? Das geht dich nichts an, Akkadda. Wie kommen wir hier lebend raus? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Was war das? Wie viele Wege führen in das Grab? Wir sind hier nicht allein. Hier drüben. Ich weiß. Akkadda! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit! Thank you.
am Rande des Abgrunds. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Sie fragen sich wohl, wer ich bin und wo Sie sind. Ich bin der Kurator, der Bewahrer der Geschichten. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern. Kano, gute Reise. Bei Amis. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft, aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Was ist, Marine? Schon genug? Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er
ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel, erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Auf zur Besprechung. Shit. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Gott schütze Amerika. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Na, wenn die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Rachel und ich, wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename.
Gut, schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es, ab mit dem Kopf. Würde mich nicht wundern. Vielleicht lasse ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind. Solange sie nicht stolpern. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte. Ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Paps. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sagrosgebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück, startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab.
Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Rach. Das ist es. Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Du trägst deinen Ehering nicht. Hey, vorsichtig damit! Oh Mist, sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein! Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Wir haben Sprengstoff, Blendgranaten, WP. Nick, hörst du überhaupt zu? Ja, Sprengstoff, Blendgranaten, weißer Phosphor, hab's gehört. Gut. Konzentrier dich. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme schon klar, Colonel. Kletterausrüstung. Typisch Bürokrat.
Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Wenn es hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung raus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn Sie meinen? Überrascht Sie das? Download fertig. Los zu den Helis. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Geht! Zane? Kois. Kois, are we? Sehen? لسه ما كبرش من الخرافات دي.
wir sehen, Tanny. Gabel! Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim? Salim Garkun. Abu Zain. ايوه رجعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاوتوبيس بقالهم ساعه كله بخير لا لا كله تمام اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه دينية كويسه لما يرجع ابعتهولي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجوا انت عارف الولاد اي وقت ابعتهولي لو سمحتي طبعا لا لا لا, لا يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري اهلا يا ملازم لازم نتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا تمام يا فندم هرجع البيت قريب خلاص يا دار دي آخر مهمة Coyote 2 hier, Mailman 2-1 Actual. Wir nähern uns dem Ziel. Bereit für Funkstelle. Over. Verstanden, Mailman 2-1 Actual. Luftunterstützung steht bereit. Verstanden. Over. Wir sind in Bereitschaft. Bis nach der Mission. Alle Rufzeichen. Funkstelle einhalten. Coyote 2 out. Bereit halten, Jungs. Wir sind gleich da. Hey, Mervyn. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Oh Mann. Wie lange hattest du den parat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt doch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey, ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Wird sie nicht eifersüchtig. Mann, Rachel. Hey, was gibt's da zu lachen? Sergeant K, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle 4 Stunden. Hey, was immer mit dir los ist, lass dich nicht ablenken. Ich brauch dich hier, bei mir. Kann ich auf dich zählen? Ich frag dich noch einmal, kann ich auf dich zählen? Ja, kannst du. Ich stehe dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja, und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, ein Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Na,
Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Hurra! Hurra! Captain, was ist denn? يعني ساحن الخنازير بيطيروا. هيهبط؟ اختاروا نفسكم يا رجالة. Joey! Warum zur Hölle hast du das getan? الأمريكان! العساكر الأمريكان جم! Sir, die wurden gewarnt! Erwarte Befehle! Ausschwärmen, nicht schießen! Keine unnütze Gewalt! إحنا الأمريكان! إحنا الجيش الأمريكاني! Runter! Auf den Boden! Los! Hände auf den Rücken! Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchak, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Wir haben noch nicht alles durchsucht. Wir finden es, Sir. Das Überraschungsmoment aufzugeben war riskant, Lieutenant. Aber es hat sich ausgezahlt. Keine Toten, saubere Arbeit. Danke, Sir. Trotzdem könnten irakische Aufständische jetzt gewarnt sein. Mein Team wird mit allem fertig, Colonel. Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen. Wehe, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese, berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Halt still. Ich durchsuch dich nur. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين
مدخل مخزن السلاح. Er wird schon reden. Warten Sie. Ich mach das. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. ايه ده؟ هتعرفه قريب. Was zum Teufel? انتوا كام هنا؟ Das reicht mir jetzt. Corporal, bewachen Sie die Gefangenen. Hast du es gehört, Marine? Sag schon, wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Die بندقية كبيرة قوي يا أخ. أكتر من اللي أنت محتاجه للغنم. فين مدخل المخزن؟ Das reicht, Lieutenant. Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich hab alles im Griff. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. رجع حاليا. وبعدين هتتكلم. Bewachen Sie den hier gut. Ich will, dass Sie den Hof durchsuchen, und zwar jeden Winkel. Jedes Bett, jeden Schuppen, selbst das Klo. Der Eingang zum Depot ist irgendwo. Finden Sie! Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn er Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Scheiße. Ein Haufen Gasmasken hier! أنا بشخص الحكومة الأمريكية. أنت في موقف صعب جدا. مهم إنك تقول الحقيقة. فين مدخل المخزن؟ Das ist Heroin. Tja,
wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Fuck! Wer ist das? Ihr Arschlöcher! Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Runter, runter! Sie stehen da oben! Feuer erwidern! Los! Das war verdammt knapp! Jetzt geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Entdeckung! 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 Fick dich! Fick dich! Die Wichser sind schwer zu treffen. Die rücken vor! Wow. Wir müssen zu Tor! Ja, ihr mich auch! Heizen wir ihn mit WP ein! Kein Phosphor auf Menschen schmeißen! Na, komm schon! Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken! Nachdenken worüber? Wir werden massakriert! Ist WP jetzt genehmigt? Negativ! Nur zum Rauch erzeugen! Ich halte sie auf! Gebt mir Deckung und holt Joey da raus! Bullshit, Mann! Ich weiß, es tut weh, aber du stirbst doch nicht! Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Lügner. Ich bete für dich. Wartet ihr! Ausschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geht es noch schlimmer? Den Boden, sonst blass ich dir deine verdammte Birne weg. Fuck! Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Schieß nicht daneben. Schluss mit dem Krieg.
Scheiße! Mervyn? Jason?